Hallo und willkommen zurück im Euro Truck Simulator 2. Ja, lange ist es her, seit die letzte Folge kam und ich dachte, man kann ja mal wieder eine aufnehmen. Hab mal ein bisschen an den Aufnahmeeinstellungen wieder umgedoktert, weil mir das Verpixeln mal wieder aufgefallen ist. Mal sehen, Bitrate erhöht, vielleicht bringt das was. Und ja, wir sind ein paar kleine Veränderungen. Ich habe mal versucht, den Spielstand so weit es geht zu rekonstruieren. Den hatte ich natürlich nicht mehr, aber im Zuge dessen habe ich ein paar Mods mit reingehauen zum anderen. Das ist wohl die größte Umstellung, dass wir eine komplett andere Map nehmen, nämlich die Pro-Mods. Die ist meiner Meinung nach nämlich eigentlich sogar ziemlich gut. Und habe halt noch so ein paar Kabinenaccessoires, Motorteile, ja, Firmennamen, Anhänger und so weiter, halt ein paar Mods mit drin. Und ja, ich habe uns mal einen LKW hingestellt. Das letzte Mal hatten wir einen Volvo FH16. Diesmal habe ich den FH12 genommen. Die unterscheiden sich im Prinzip designtechnisch ein bisschen. Und wir haben hier schon mal die Kabine ein bisschen ausgestattet. Beifahrer, alles dabei. Natürlich Cola darf nicht fehlen. Ja, EP-Erfahrung. Ja, nee, Radio wollte ich jetzt nicht. Hier EP etc. Das Bild habe ich einfach nur gewählt, weil es irgendwie doch ein bisschen lustig aussieht. Und ja gut, Geld haben wir noch ein bisschen viel. Muss ich noch mal gucken, wie viel Waden das setze ich noch runter. EP, die habe ich vom anderen übernommen. Gut. Na gut, Geld ist jetzt erstmal nicht so schlimm für die Folge. Das setze ich vom Folgenende dann noch runter. Was noch nicht mehr passt, sind die Erkundungen, weil es ist halt eine andere Map. Und ich habe das im Prinzip mal so weit gespielt, dass man hier halbwegs so wieder hinkriegt, wie wir waren. Und wir, das hatte ich sortiert. Wir gehen mal nach Paris. Nach Genova, Cambridge. Ich gucke gerade, ob wir eine schöne Fahrt durch Deutschland haben. Was soll's. Wir fahren nach Bremerhaven. So, schmeißen wir den Motor an. Ich stelle gerade mal in den Controller-Einstellungen das Force Feedback aus. Das ist ja sonst auf der Mikroaufnahme drauf. Zumindest für den Motor setze ich es mal auf 0. Dann vibriert er hier nicht durchgehend. So. Hier vorne auch die Kabine ein bisschen ausgestattet. Einziger Nachteil ist, er läuft nicht ganz so stabil, also ab und zu stürzt er ab. Aber es ist kein Absturz in dem Sinne, der minimiert sich halt. Also, er minimiert sich und man kann ihn nicht mehr öffnen, das ist so ein bisschen dämlich. Startet sind wir in Frankfurt, wo wir jetzt auch gerade wieder stehen, weil ich habe den LKW eben erst gekauft. Dafür hatte ich auch das Geld hochgesetzt, weil ich keinen Plan hatte, wie viel Geld wir brauchen. Da habe ich den erstmal, den Kredit habe ich aufgenommen. Dann habe ich das Geld hochgesetzt. So, was haben wir hier? Ups. Dürfte das Bad Homburger Kreuz sein? Das ist ja auf der Map hier alles mal schön dargestellt. Ich muss nochmal eine neue Konfigurationsdatei anlegen, die hier die Straßenfarbe bestimmt. Das hatte ich ein bisschen angesetzt, aber für das erkundete Blau, das finde ich irgendwie suboptimal. Vorne kommt auch schon das Frankfurter Kreuz. Allerdings fahren wir. Nee, fahren wir nicht. Wir fahren sogar übers Frankfurter Kreuz. Erklärt auch, warum er nicht 100% flüssig läuft. Also zwischendrin sind noch ein paar kleine Lecks. Fahren noch ewig zu schnell, aber jetzt fahren wir mal hier übers Frankfurter Kreuz. Was ja echt, also in der normalen Map wirklich ein Autobahndreieck ist. Und hier ist es in vollen Dimensionen drin. Größte Autobahnkreuz Deutschlands. Und hier vorne holen wir ab. Da ist die 5 hier auch vierspurig in jede Richtung.
ist aber auch hier gut am Schleichen. Wir gucken auf den Frachtmarkt. So, wir können den Wagen auch, das ist auch in irgendeiner ETS-Version mal dazugekommen, umkonfigurieren. Wir haben hier so ein paar Designs drin. Ich würde sagen, wir fahren mal für die Deutsche Bahn. Auftrag annehmen. Was ist denn auf der Map noch so drin? Ah, hier ist viel dargestellt. Der Elbtunnel, alles drin. In der Originalmap haben sie das sehr schön alles ausgespart. Was leider immer noch kacke ist, sind die Städte. Die sind immer noch nicht so, wie sie sein könnten. Aber das reicht erstmal. Hier, ich kann doch gerade mal die ganze Map zeigen. Also hier, das ist die Kante. Dann geht es hier unten lang. Also da ist auch eine ordentliche Erweiterung dabei, bis hoch nach, was ist das, Norwegen müsste es sein. Und hier rüber geht's bis nach Island. Was haben wir noch so drin? Sylt ist nicht drin, Puttgarden aber, also Fehmarn. Das glaube ich auch noch nicht so ganz. Rügen gibt es auch nicht. Da geht aber, glaube ich, sogar auch eine Straßenbrücke rüber. Naja. Jedenfalls ist die Map gut gewachsen und auch innerhalb der Länder gibt es neue Städte. Und auch die A3 geht mal weiter. Oberhausen beispielsweise ist neu. Arnheim ist neu. Bad Oyenhausen, keine Ahnung, wie du es aussprichst, ist auch neu. Halle ist, glaube ich, auch neu, da weiß ich es nicht. Fürth ist auf jeden Fall neu, Auerbach. Also, die Karte ist ganz gut erweitert. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Das war jetzt von Scheibenwischen, ich will eigentlich das Tagfahrlicht anmachen. Och, wie viele Tonnen haben wir dran? 22. Wir fahren alkoholfreies Bier. Gut. Ich habe auch die Fähigkeitspunkte mal soweit wie ich es rekonstruieren konnte neu verteilt. Da landet gerade ein Flugzeug auf dem Flughafen. Ohne KLM 747. Gab es den Flugzeugtyp vorher schon? Mir ist das noch nie so aufgefallen. Ja, heiz mir rein. Voll Depp. Ja, raus müssen wir nicht. Wir fahren weiter geradeaus. Wie viel Schaden haben wir jetzt eingesteckt? Nix auf dem Hänger, dann ist noch gut. Ach ja, das Frankfurter Kreuz ist nicht so ganz performant. Da kommt noch die Aufnahme dazu. Das ist zwar nicht viel, aber ein bisschen. Und man sieht auch die Map hier unten, die kommt da noch nicht so ganz drauf klar. Also teilweise lotst die einen noch ganz schön falsch. Muss man ein bisschen aufpassen. Nicht jetzt vom Weg in die Stadt, sondern halt, wo man abgeben soll. Da zeigt ihr einem auf einmal, wie man mitten auf der Autobahn querfeldein da reinfahren soll. Ist alles schon vorgekommen. Hier haben wir auch das Intelli-
intelligente Verkehrsleitsysteme heißt das, glaube ich, keine Ahnung. Baustelle am Bad Homburger Kreuz. Auch eine schöne Idee. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier weiter außer dem Wagen heißt, glaube ich, nichts rumsteht. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wird wohl eine Nachtfahrt geben. Aber ist auch nicht schlimm. Die A45 haben sie leider nicht verbessert. Die ist noch genauso scheiße wie vorher. Also gibt es weiterhin keine Talbrücken, das ist weiterhin kein Autobahnkreuz, sondern Autobahndreieck. Aber ich glaube, das ist sogar an der A5 die nächste Abfahrt hier. Das ist wieder schön gemacht, nämlich das Hattenbacher Dreieck ist auch mit drin. Mal wieder rüber auf die LKW-Spur. Ein paar Autos und LKWs entgegen. Also an sich bei der Map, diese Abstürze sind auch nie, wenn man hier so auf freier Fahrt ist. Die ist immer, wenn man irgendwie Map öffnet, Auftragsmenü oder irgendwie Mails etc. So, während der freien Fahrt ist er mir noch nicht abgestürzt. Aber was heißt abgestürzt? Er minimiert halt und man kann nicht mehr maximieren. Das ist halt der Tappenhaufen, aber man kann nicht mehr einsehen. Hier in den Berg quält er sich auch ganz gut. Wir fahren hier rüber auf die 7. Dazu. Hier stehen noch so Entfernungstafeln rum. Gehe ich mal ein bisschen runter vom Gas. Hier geht es ganz gut bergab um die Kurve. Und auf der ersten Fahrt wollen wir uns ja nicht gleich auf die Seite legen. Jetzt auf die A4, wollen wir aber nicht lang, wir wollen weiter hoch Richtung Norden. Ich habe auch den Begrenzer aus, damit wir ein bisschen schneller fahren können. Weil ich sag mal so, wenn wir geblitzt haben, zahlen wir halt, geblitzt werden. Und man kommt halt einfach voran. So, jetzt geht's hier bergauf. Da wir noch keinen starken Motor drin haben, zieht er dann ganz so gut. Wir haben zusammen 540 PS. Sagen wir mal so, wir haben mehr drin als der größte Iveco. Wobei man sich an Iveco auch nicht messen sollte. Nach wie vor Blitzgeräte. Eine Normalität messen die ja soweit, ich weiß nur den Verkehr. Und gucken halt bei den LKWs, ob sie da Maut haben. Fährt für total, was auch immer die in LKWs liefern. Halt ein paar Paletten, was der da wohl geladen haben muss. War ja kein Tankwagen.
rein. Das war ein bisschen unrealistisch, wenn man so schnell fährt, aber es regnet mal. Das ist, glaube ich, seit Ewigkeiten mal wieder das erste Mal, dass es bei mir im ETS regnet. Vielleicht hat das ja Auswirkungen. Es gewittert sogar. Ja, letzte Aufnahme hat sie gewittert, jetzt gewittert es im Spiel. Sowas, dass die Rastplätze auch alle Namen haben. Beziehungsweise die Autobahnkreuze auch beschriftet sind. Das ist auch sowas. Sind wir im Harz. Stand zumindest im Namen vom Rastplatz. Muss ich nochmal gucken, wie viel Geld wir beim letzten Spiel im Bestand hatten. Und fahre mit diesem Auftrag quasi just for fun. Setze ich den Geldbetrag einfach auf den Stand, wo es beim letzten... vor 2 Jahren oder wann die letzte Aufnahme war, wo er da stand. Da wird das dann die Hilfe laufen, brauche ich mich auch nicht um Blitze zu kümmern. Immer Gas geben. Das stelle ich mir als Autofahrer auch peinlich vor, wenn man vom LKW überholt wird. Was ich allerdings noch viel schlimmer war, dass es das in der Realität auch wirklich gibt. Also es gibt wirklich Leute, die schleichen da so lahm über die Autobahn, dass der LKW überholt. Steht ja, ob ich schnell mal eigentlich darf. Also so ein bisschen über die 80 sind wir drüber. Ach, hier müssen wir raus. An dem kommen wir aber noch vorbei. Gehen wir ein bisschen runter. 120 sollten rumkommen. Zugkreuzung, da war glaube ich sogar ein ICE dabei. Was mir an der A7 auch schon aufgefallen ist,
Ich weiß nicht, ob wir da sogar dran vorbeigefahren sind, haben gerade nicht drauf geachtet. Da gibt es auch die eine Stelle, wo die Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg direkt parallel zu 7 liegt. Die ist auch nachgebildet. Wo ich noch gar nicht da lang gefahren bin, auch nicht offline, ist auf die auf der A3. Und auf der A3, da liegt ja fast die ganze Strecke, die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main daneben, mit den 300 km/h ICEs. Ich versuche ja ab jetzt auch mal wieder 2-Tage-Takt mindestens zu halten. Gestern kam eine Folge EEP. Jetzt von mir aus gesehen morgen halt kommt dann das Video hier. Also 2-Tage-Takt, da kann man ein bisschen aufnehmen. Kann es am einen Tag schneiden, dann man dann hochladen. Beziehungsweise auch mal am selben, aber teilweise sind die Videos halt so groß. Jetzt sind wir schon in Bremen. Kriegen wir sogar, vielleicht ist noch im Rahmen, wir sind gerade irgendwie bei 21 Minuten oder so. Beziehungsweise ich kann ja auf dem zweiten Bildschirm schauen, das OBS-Fenster zeigt ja an, was ich hier gerade mache. Wir sind bei 22:10. Sofern ich da nicht nur dran rumschnippel. Ab und zu ziehe ich ja auch mal eine Sekunde raus. Am Anfang oder so. Damit das halt von der Synchro passt. Hier will einer rein, da machen wir Platz. Ist mir auch schon so aufgefallen, so Busfahrer und LKW-Fahrer, so lahm wie sie auch sein, sind immer noch die freundlichsten Verkehrsteilnehmer. Ist dann auf der A27. Sich eigentlich mal ein Skin für die Busse hier installieren. Ich glaube, es wird schon verbessert, wenn da einfach irgendwie Flixbus oder sowas draufstehen würde. Auch nicht auf allen, aber auf ein paar. So, wollen wir mal gucken, ob die Navigation hier wieder Scheißdreck erzählt, aber das diesmal scheint zu stimmen. So, nur ab und zu, dass das mal ein bisschen blöd ist. So wie ich sehe, ist hier sogar Autobahnende. Aber ich habe sowas hier lieber, als dass es einfach gar nicht mit im Spiel ist. Ich habe es lieber, man kann hier nicht langfahren. Und dafür ist es mit drin. Ich habe es auch mit den Navigationsgeräten hier ein bisschen übertrieben. Also ich habe ja den Route Advisor noch an. Und mit dem habe ich dann hier einfach mal 4 Navis drin. Ich könnte mir sogar 5 reinmachen. Oder 6. Überseehafen. Also teilweise hängt ja auch das Grünzeug ein bisschen drüber. Aber weil es keine Kollision verursacht, ist es mir relativ egal. So, grün. Zentrieren, hier habe ich es gerade auf. Hätte noch. Er ist freundlich.
Problem bei dem Verpixeln, da sehe ich halt im Vorschaufenster nicht. Schwer ein, einfach weil wir es können. Oder auch nicht. Zeigt sich gleich. So. Gar nichts. Bin ich, glaube ich, gegen den anderen hingegen gekommen. Suchen wir mal die Kurve ein bisschen. Das war jetzt wieder zu viel. So. Das sieht doch besser aus. Absatteln. Wenn Stützen rausgefahren. Ausgezeichnet. Ja. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.